Messen die Stromstärke I mit diesem Multimeter, der kann alles Mögliche, der ist jetzt auf Off, muss am Ende auch wieder auf Off geschaltet werden. Die Einheit von I ist Ampere, Ampere, und das ist hier unten zu finden, das ist von hier nach hier. Ja, da kann man auf 10 Ampere, 200 Milliampere und so weiter schalten, und für den ersten Versuch schalten wir hier auf die 10. Also maximal 10 Ampere ist das, was dieses Gerät jetzt hier erwartet. Und dann stecken wir den einen Stecker bei 10 Ampere ein und den anderen auf COM. Ja, wären wir in diesem Bereich, bei den kleinen Geschichten, würden wir bei COM und hier eben Milliampere, Mikroampere, würden wir diese zwei nutzen. Aber jetzt machen wir es so wie auf dem Foto. Wir wollen bis zu 10 Ampere und einschalten. Und eigentlich könnte schon losgehen. Es geht nur darum, keinen Kurzschluss zu bauen. Und das läuft so. Das ist sauber hier, kein Kurzschluss. Die Elektronen kommen hier raus. Laufen da, also laufen das entlang, laufen das Gerät durch, gehen rüber zur Glühbirne, gehen durch den Glühdraht durch und wieder zurück zu Plus. Das heißt, die Elektronen müssen erst durch das Gerät, dann durch die Glühbirne, so, und dann minus, also plus, minus, die Richtung ist egal. Ne? Aber wichtig ist eben erst durchs Gerät, dann durch, also durch beides, durch die Glühbirne durch. Schwierig ist, wenn man ihnen irgendwie den Weg direkt zu Plus erlaubt. Dann gibt es einen Kurzschluss, dann fliegt die Sicherung. Also wenn ich falsch einstecke, wenn ich zum Beispiel ja, den roten hier, da bin ich, den roten mit rot verbinde und den blauen mit blau verbinde, dann können die Elektronen über das Gerät zurück zu Plus. Ja, also irgendwie. Und dann habe ich einen Kurzschluss. Dann wird die Stromstärke zu hoch, vielleicht fliegt hier die Sicherung oder da fliegt die Sicherung, im besten Fall nur die Sicherung, sonst schmilzt irgendwas durch. Und deswegen normalerweise erst die Leerkraft tragen und dann hier aufdrehen. Ja? Also erstmal stecken, schauen und dann erst loslegen.